Das heißt, wir müssen die halt hier mal weg. Sind die abgehauen? Die sind geflüchtet, die Penne. Egal, müssen wir uns mal ein bisschen dichter stellen. So ist es nicht. Da wir auf normal spielen sollten, geht es eigentlich ganz so klar mit der. Mit dem Damage, die halt die KI hier großartig austeilt. Ah, für die Entfernung sollte ich mal die Breach-Shot lieber nehmen. Man sollte auch definitiv mal treffen. Okay. Okay, Munitionskiste. Keine Ahnung. Achso, mit den Munitionskisten sammeln. Okay. So, das Ding ist kaputt. Und das müsste theoretisch der letzte sein. Ja, da war das Zeichen, dieser Gong. Wir können mit einem der Boote zurückfahren. Das ist der Plan. Lasst uns das beenden, Kilo. Okay, welches Boot nehmen wir? Genau das, was in der Mitte steht. Die glorreiche Mitte. Wie soll es auch anders sein? Okay, erobert die Stadt zurück. Erfolg. 10G. Das war auf jeden Fall cool. Also die One-Shots, da waren im Endeffekt, ich weiß gar nicht, pro Welle vielleicht ein One-Shot drin, den man ruckzuck rausgehauen hat. Es ist kaum zu glauben. Evakuierung bereit. Bei allem Respekt, Sie sollten vielleicht eine Verschiebung des Tribunals... Und Sie sollten vielleicht wieder da rausgehen und kämpfen, Captain. Sir, wir sind direkt da draußen. Dann haben Sie es ja nicht weit. Das ist Wahnsinn. Ich warte nur auf Sie. Beenden wir es. Birds Auge Aussage. Also die zweite so gesehen. Kapitel 5 müsste das sein. Die Leichtmassenrakete war startklar. Wir mussten Khan finden, den Sender nah an ihn ranbringen und sie abfeuern. Und wo war Khan? Omega hatte seine Seher am Museum ausgeschaltet. Damit würde er sich persönlich befassen wollen. Okay. So, deklassifizieren. Übrigens zum Museum vorrücken. Die Kilotruppe behauptet, eine Reihe von koordinierten Abwehrpositionen der Locust überwunden zu haben. Zusätzlicher Locust-Widerstand in der Umgebung. Nee, lassen wir mal. Weil wir haben nicht wirklich viel Muni jetzt zum Anfang. Mit 240 Schuss ist es jetzt nicht so schön. Woher wissen wir, dass die große fiese Made beim Museum ist? Loomis hat gerade angekündigt, jeden Soldaten zum Museum zu schicken. Es muss eine Falle sein. Okay, so viel dazu. Das heißt, wir hätten die Deklassifizierung doch mal machen können. Aber ich gehe jetzt nicht zurück. Dazu bin ich zu faul. Wie da hinten einfach mal angezeigt wird, pass auf, da hinten ist die Tür, da musst du hin. Oh, da haben wir hier irgendwo wieder Dingens. Da. Haben Sie? Ja, natürlich. Er schreit Boomer. Super cool. Hervorragend, Alter. Du hättest. Bleib tot. Du hättest den Boomer auch killen können, Mann. Ohne Scheiß. Wie ihr seht, die Waffe ist der größte Müll, Alter. Kannst du jetzt mal die Waffe wechseln? Dankeschön, Alter. Wie ihr seht, Shotguns, oder vor allem die Shotgun hier in Gears of War, ich weiß nicht, ob sie, also in 1 und 2 und 3 waren sie genauso scheiße, Judgments sind so scheiße, keine Ahnung, ob sie in Gears of War 4 eventuell besser sind, aber an sich kann man hier... Oh, ein Longshot! Her damit! Kann ich vielleicht noch gebrauchen. Aber wie man sieht, sind die Waffen, also die Shotguns, einfach mal behindert. Ich habe dafür leider nur viel Schuss, Alter. Ich finde es halt schade, dass ich nicht so viel Munition dafür bekomme. Oder besser gesagt, überhaupt keine. Finde ich echt schade. Es war in den anderen Teilen besser gelöst, dass man dafür noch bisschen Muni kriegt. Bitte, Anfänger. okay.
Ja gut, das sollte ja eigentlich kein Thema sein, da den Mörser da irgendwie wegzuziehen. Vor allem... Okay, das ist ein One-Shot. Ich würde ganz gerne oben rüber gucken. Komm, zeig dich. Ey, Mann, Alter, kann der nochmal hochgucken? Komm hoch. Scheiße, ich verreiß natürlich. Weil ich von rechts angeschossen werde, Alter. Was denn los mit euch? Ich find's auch scheiße, dass man, wenn man halt dieses Nachladen verkackt hat, einfach mal nicht nachladen kann. Auch ein teilweise ein bisschen sinnlos, aber gut, egal, ist denn halt nur so. Zack. Ist aber nett, dass die sich da so hinrein. Der hat nochmal einen Longshot, das ist gut für uns. Na. Bleibst du hier? Ah, scheiße. Egal, der hat auf jeden Fall Longshot-Money für uns. Ist auf jeden Fall ganz okay. Ja, was haben wir jetzt überhaupt gebraucht? Irgendwie 35 Minuten oder sowas? Circa. Achso, ich kriege ja keine Money für Longshot. Schade eigentlich. Ist halt echt schade. Achso, ich glaube, ich bin vorhin abgekommen, ne? Warum halt so ein das Rode, NT1A? Wegen dem Mischpult wahrscheinlich. Vielleicht unter Umständen kann man ja das mal gebrauchen. Dieses Mischpult, um... Weil da kann man halt zwei Mikrofone einstecken. Beispielsweise zwei Rode. NT1A oder sowas, dass man da dann irgendwie... Ja. Hey, haben die Maden auf uns gewartet? Oder weiß ich nicht. Dass man da dann halt ein Doppel-Output haben kann, beispielsweise, wenn dann irgendwie ein Gast oder sowas mal bei sein sollte. Also mehr, ich sag mal so ein... Na, was weiß ich, keine Ahnung. Mal so ein LPT... Mit meinem Bruder oder sowas, oder vielleicht irgendwann mal mit einer Freundin oder so, was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht in der Richtung, Hinsicht da. Irgendwie und ich wurde gerade angeschrieben. In WhatsApp. Aber ich bezweifle, dass es irgendwie wichtig war. Ich guck mal so lange. Colonel Loomis. Khan hatte schon mehrere Onyx-Kompanien ausgelöscht. Dachten Sie wirklich, Sie hätten die Lage unter Kontrolle? Die Maden sind schlauer, als wir denken. Okay. Ja, sag ich ja, war unwichtig. So, Abschnitt 2, Paradeplatz. Boah, wir sind Kapitel 5. Krieg auf jeden Fall heute noch durch, so ist es nicht. Der Kilotrupp behauptet, in der Umgebung des Paradeplatzes ungewöhnlich zähe Lukus begegnet zu sein. Zähe Lukus Widerstand. Ja, auf geht's, Alter! Auf geht's! Wenn ihr gruselig und krabbelig, dann füge man blitzschnell hinzu. Kein schönes Bild, oder? Ach, Easy Bird. Kack dir mal hier eine Host hier, mein Freund. Wir gehen wieder raus, Kilo. Auf geht's, das geht schon. Außer sie sind da. Was macht ihr denn da? Holy shit, das sieht aber cool aus. Darf ich auf so einen Paradewagen rauf? Och nö, warum denn, Alter? Wieso darf ich nicht auf so einen Paradedingens da rauf? Wartet mal ganz kurz, ich muss ganz kurz mal Fenster aufmachen. Ich hoffe mal, dass es regnet. Nee, oh. Ich weiß, ihr habt das wahrscheinlich jetzt gehört. Und Jalousie runter machen. Diese Zzzzt. Wahrscheinlich unangenehm. In Ohren, aber muss die jetzt sein, weil es halt gerade so mega warm bei mir in der Butze. Paddock, dieses ganze Siegeszeug macht dich hoffentlich nicht. Du weißt schon. Keine Sorge, wenn der Krieg hier vorbei ist, können wir wieder versuchen, uns gegenseitig umzubringen. Ach so, das wisst ihr ja gar nicht. Für die Leute, das wird... Ist das? Ach so, ein Ball ist unnötig. Und zwar, Paddock ist ein Gorassiane. Und so, ich nehme das mal. Und die Gorassen, ja, die waren halt im Krieg, in den Pendelkriegen gegen die Chor. Oh ja, und deswegen hat er gerade gesagt. Na komm, das war halt praktisch. Oh, hier schon wieder. Das sind die einzigen Viecher, die halt ein bisschen irgendwie ein bisschen nerven. Sind das Leuchtis? Ja, das sind Leuchte. Oh Mann, Alter. Wir haben noch ein paar Korpse. Okay. Also das kommt jetzt durch die Klassifizierung übrigens. Der Einzige, der irgendwie ein bisschen auf den Nerven gehen kann, ist halt der Korpse. Weil man den halt leider nur von hinten treffen kann. Naja, gut, es wird schon.
Freunde der Nacht, die könnt ihr nochmal angreifen, Scheißkorps, ja? Ja, scheiße. Gut, er lässt aber von mir ab, das ist nicht schlecht. Das ist halt echt gut, dass er von mir ablässt, weil wenn er jetzt noch einmal zuhauen würde, dann würde ich halt draufgehen, weil dann würde er mich in Stücke zerreißen. Na, schade. Aua. Ja gut, das... Wie gesagt, die leuchtenden Ratches sind jetzt nicht so das Problem. Die Korpser sind halt so das Problem. Ich hab keinen Bock eigentlich auf so eine Korpser. Weil die sind mega ekelhaft zu killen. Weil die sind... Fokussieren sich leider meist immer auf den Spieler. Was halt für mich ein bisschen problematisch ist. Zack. Und die halt auch viel, viel aushalten. Hat er gerade gesagt, meine Schuld? Lol. Oh, endlich ist der Typ tot. So, die leuchtenden Leuchtis, die sind halt unnötig, unwichtig. Und können jetzt weitergehen. Ja. Auch die Krabbler, also die Tausendfüße oder sowas, die sind alles... Ist alles kein Problem. Halt nur die... Dinge sind halt mega ekelhaft. Und mir so eine Stolperdrahtgedöns-Kacke da. Am Brust. Kilo, da kommt eine Patrouille. Überraschen wir sie. Teilt euch auf. Zwei nach links, zwei nach rechts. Okay. Ich hoffe mal, dass das was bringt. Zack, zack. Und werden wir da nochmal eine anbringen. Ich verteile die jetzt einfach nur wahllos. Und meine daran. So, denn wenn die halt durchgehen sollte, ist eigentlich das Blättern. Die eine habe ich ein bisschen fail gepackt, aber ist okay. So, fortfahren. LOL! Okay, das ist ein Abschnitt. Okay. Und damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das heißt, wir sind jetzt in Abschnitt 3 schon. Sehen aber ganz gut aus. Sollte eigentlich passen, wenn wir uns da oben heiden. Der Kantus sollte eigentlich als erster reinlaufen. Abschnitt 3, jo. Die Boomers wären halt cool, wenn die da reinlaufen würden. Und nicht die ganz normalen kleinen Lokos. Natürlich, Paddock rennt natürlich vor. Vollidiot. Aber das Gute ist halt, dass wir den Kantus halt gekillt haben mit der einen Sprengfalle. Und den lassen wir hier mal durchlaufen. Der Wretch darf das Ding bloß nicht killen. Komm mal weiter, komm mal schön nach vorne. Ja, komm mal her. Ja, scheiße, Mann. Der kommt halt ein zweiter. Obwohl, das sollte eigentlich kein Problem sein. Wenn er weiter vorläuft, müssen halt nur... Na gut, dann machen wir. Lassen wir halt die Bratchets halt einfach mal sterben. Das passt schon. Aber ansonsten, Cheers of our Judgment. Ich finde es halt wirklich cool. Macht halt echt Laune durch diese... Achso, der ist hochgesprungen. Das sah jetzt aus, als wenn die Leiche hochgeflogen ist. Weswegen auch immer. Durch die coole Erzählweise und diese mega kurzen Kapitel ist es mega cool zu spielen. Wie gesagt, ich hatte es wirklich letztens schon mal angeschnitten, dass Gears of War 1 bis 3 teilweise langwierig war. Dass du halt praktisch sehr lange in einem Kapitel hingst und das halt wirklich lang gedauert hat, bis das endlich mal vorbei war, dass du überhaupt, ich sag mal, einen geringen Fortschritt hattest, den du halt gemerkt hast. Keine Ahnung, was der da schon hier macht, aber hey. Könnte ruhig mal seinen Schädel zeigen.
Aua. Okay, so, der ist auf jeden Fall kaputt. Aber hier halt immer diese schönen kurzen Kapitel. Das war lustig, aber wir sollten den Patrouillen fernbleiben. Ja. Von da oben kommen wir bestimmt auf die Dächer. Alles drum und dran. Macht schon Laune. Also ich finde Gears of War Judgment von der Sache her echt cool gemacht. Die klassifizieren, der Kilotrop behauptet, weitere und ungewöhnliche wilde Einheiten bekämpft zu haben. Starker Angriff durch Locust und Ranger.